Hallo Freunde, willkommen zurück heute Abend bei uns hier in der kleinen Outdoor-Höhle. Machen wir mal was ganz Spezielles, und zwar ein Load-In. Ich werde meinen Rucksack mal packen für euch, und zwar mit dem ganzen Kram, den ich immer so mit mir rumschleppe auf unseren Touren. Habt ihr ja hoffentlich schon fleißig geguckt. Auf jeden Fall fangen wir an mit dem Schlaf-Setup. Und zwar geht es damit los, um erstmal schön trocken zu schlafen, brauchen wir alle irgendwie ein Zelt, Unterkunft, Biwaksack. Da habe ich den Snackpack Stratosphere. Gutes Ding, haben wir ja schon ein Review darüber gemacht. Ganz nettes Ding. Dann als nächstes, einer für sich von Schichten her jetzt, wenn man so gehen will, die Nemo Tensor. Auch rock solid, bin ich top mit zufrieden, gutes Ding. Ist mir auf der letzten Tour kaputt gegangen bei Deadmold. Allerdings wieder geflickt und auch schon testgelegen, ist wieder dicht. Dann, um einfach die Tüte abzurunden, hier mein guter Schlafsack, ein Jack Wolfskin. Ich kenne gar nicht die richtige Bezeichnung für das Ding, aber habe mir auch schon teure Dienste geleistet und bin ich gut mit zufrieden. Und dann hier mein Kopfkissen von Thermarest. Auch ein gutes Ding zu empfehlen, relativ chilliges Kompaktmaß für ein Kopfkissen. Und Packmaß meine ich, und leicht. Dann, um nicht im Nassen zu liegen, weil wir haben auf der letzten Tour auch herausgefunden, dass das Snackpack dauerhaften Regen und ein richtig mieses Regenwetter doch nicht standhält. Also braucht man doch noch irgendwie einen Tarp drüber, um die ganze Sache abzurunden. Und deswegen muss das auch mit rein. Dann, was in jedem guten Rucksack gehört, ist einfach ein Erste-Hilfe-Set. Keine Ahnung, Freunde, ihr wisst es, der übliche Kram drin, den man so hat. Dann, um die ganze Geschichte aufzubauen, Tarp und die ganze Sache und so. Ein bisschen Paracord, einmal 10 Meter, zweimal 5 Meter, eins ist noch im Pouch am Rucksack. Aber da kommen wir gleich zu. Dann geht's weiter mit meinem Essenszeug. Essen habe ich heute live keins dabei, also keine Stullen oder Konservendosen oder sowas dabei. Ich habe den Space im Rucksack. Das habe ich einfach nicht, um einfach kein Essen im Rucksack zu haben im Moment, in dem das Ding zu Hause steht. Auf jeden Fall einfach ein Töpfchen, um sich was da warm zu machen. Eine Suppe oder ein bisschen Fleisch oder theoretisch kannst du auch Fondue machen. Richtig geil, auch alles schon gemacht. Dann 2 Liter reichen für mich für, ich würde fast sagen, so eine 48-Stunden-Tour reicht das für mich aus. Ist immer so eine Ansichtssache, da ist jeder anders. Und dann kommen wir zu dem ganzen Kleinkram, Volker, komm mal her. Ich bin ja auch ein Freund des Spaßes, und deswegen habe ich immer so einen kleinen Flachmann dabei. Der ist natürlich auch nicht leer. Dann zum Essen hin, ich habe das gute alte BWS-Besteck, ist zwar schwer, aber habe ich auch schon Ewigkeiten und will ich auch nicht missen. Um die ganze Sache zu erwärmen, habe ich einen kleinen Hobo, das ist der von Bushcraft Essentials, der Micro, wenn mich nicht alles täuscht, auf jeden Fall der kleinste von denen. Dürfte 10x10 sein im aufgebauten Zustand. Dann die ganze Lichtgeschichte, normalerweise habe ich die am Mann, meine Kopflampe und einfach als Backup-Light eine kleine Mac-Light, die, falls die Kopflampe irgendwie ausfällt durch was auch immer, dass ich noch ein bisschen Licht im Dunkeln habe. Zu einer Geschichte habe ich hier einfach hier so ein Stückchen Kienspan, um schnell Feuer zu machen, und ein bisschen selbstgemachten Zunder, und zwar in Form von Wattepads in Wachs getaucht, quasi, kann man ganz einfach machen, die bricht man so ein bisschen auf, zerbröselt die und macht ein bisschen mit dem Feuerstein drauf, und dann ist das schön am Feuern. Dann als Messer quasi, für als Outdoor-Messer halt zum Betonen, also vom Betonen zum Bierkerin schneiden, Freunde, ihr wisst es, bisschen zur Tomate für die Stulle oder eine Stulle schmieren, Stulle schneiden. Einfach das Allround-Messer. Du brauchst ein Messer, wenn du dabei bist, wenn du unterwegs bist, brauchst du ein Messer. Und falls das Messer auf irgendeine Art und Weise, man weiß ja nie, verloren geht oder sowas und mir keine Stulle mehr schmieren kann, habe ich hier immer noch einen Leatherman mit dabei. Da haben wir auch dran eine Klinge, eine Kombizange und, Freunde, einen Schraubenzieher. Kreuz und Schlitz. Genau. Flaschenöffner ist ja auch noch dran, aber den braucht man nicht, weil man in der Regel Feuerzeug am Mann hat. Genau, kommen wir zum Rucksack, wo die ganze Geschichte reinkommt. Den habe ich mir neu gegönnt. Und zwar ist das der E-Body Stock Half Track. Chilliges Ding. Angegeben mit 35 Liter. Aber Freunde, ihr werdet gleich sehen, was da drin alles verschwindet. Ja, müssen mehr sein. Müssen mehr sein. Aber wir packen das Ding jetzt mal. Ganz genau. Wir fangen an mit dem Hauptfach. Ich fange mal ganz gerne an mit dem Schlafsack. Weißt du, wisst ihr, der gehört so ins Schlafsackfach. Und damit fange ich immer ganz gerne an. Genau. Und dann das Schöne an diesem hier ist, ich habe jetzt hier einen Einteilungsboden, wo ich die ganze Geschichte schön separat quasi einteilen kann zu dem ganzen anderen Equipment, was so reinkommt.
Dann habe ich hier im oberen Fach auch mal relativ wichtig, Gewichtsverteilung, meine schweren Sachen, die beiden Flaschen Wasser, die stehen hier so drin, rechts und links, um einfach gut vom Gewicht verteilt zu sein und ja, passen da gut rein. Dazwischen dann mein Snackpack, ist auch nicht das leichteste, aber vom Gewicht her nicht dramatisch, und davor quasi die Nemo. Und jetzt hätte ich hier noch Luft für, ja, was würdet ihr sagen, 2 große Dosen Ravioli, würde ich schätzen. Machen wir die Sache zu. Das wäre das Hauptfach. Kommen wir hier oben zu dem kleinen Deckelfach, ist es ja nicht quasi, aber Topfach von dem Rucksack. Da ist drin, erste Hilfe-Set passt da ganz wunderbar rein. Dann noch ein flacher Gegenstand ist mein Hobo, der passt da auch ganz wunderbar rein. Und genau, wie gesagt, normalerweise am Mann, aber wenn nicht am Mann, dann ist sie hier oben drin, die Kopflampe, mit im Hauptfach. Genau, dann ist eigentlich relativ peng. Die großen Tragetaschen. Ganz oben wird reingestopft mein thermales Kopfkissen. Da kann man den ganz wunderbar reindrücken. Und dann flutscht das von ganz alleine. Muss man noch ein bisschen nachdrücken, um die ganze Sache jetzt ein bisschen zu komprimieren. Bis nach ganz unten. Und darüber kommt das Freeluft 5x3 Meter Tarp. Auch ganz wichtig, Freunde, ist in Oliv. Freunde, ihr wisst ja, der Next Level Shape ist in Oliv. Beziehungsweise Ultralight ist wieder eine andere Geschichte, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, das wäre das eine Seitenfach. Kommen wir zum nächsten Seitenfach. Das ist quasi alles, was ich um Essen drehe. Hier meine Aufbewahrungsgeschichte, Tupperdose für allen möglichen Lebensmittelkram. So. Schnarcht hier gerade irgendwas? Jetzt bin ich unten. Na, so, jetzt ist die Tupperdose verstaut quasi. Dann legen wir da ganz fein den Topf rein. Und wenn der Topf drin ist, dann haben wir hier oben auch nochmal Space für. Was nimmt man so mit? Ne? Ein Apfel, ein paar Müsliriegel, was auch immer. So, genau, Messer gehört am Mann. Das wird irgendwie am Gürtel befestigt. Dann kommen wir. Stimmt, Flachmann vergessen. Flachmann ist normalerweise auch immer schön. Schnell zugänglich. Hier oben im Topfach. Vor allem schnell zugänglich. Ganz genau. Ganz genau. So, dann habe ich jetzt auch wieder vergessen, Freunde. Bei dem Rucksack haben wir hier drin, sowohl unten als auch oben, an den Seitenwänden nochmal so kleine Einschubtaschen, wo ich wunderbar mein Fett-Essbesteck reinkriege. Kriege ich aber hier noch. Und auf der anderen Seite wunderbar, oder direkt daneben, die Einschubtaschen schlängeln sich so quasi von der Rückwand zu den Seiten drumherum. Ich stecke sie in diesem Fall daneben, weil ich auf die andere Seite, ja, passt halt gar nicht. So, wunderbar da drin. Dann geht es weiter zu meinen kleinen Pouches. Quasi die restlichen Equipment-Teile. Diese kleinen Essentials, die doch auch wo wichtig sind. Jetzt genau hier mein kleines, das müsste das, ich weiß es gar nicht, 1 Liter Pouch sein von Tasmanian Tiger in Oliv. Aber ich kann mich täuschen, ich kann mich täuschen. Aber ich meine, es müsste das 1 Liter sein, der kleine. So, sind meine Paracords verstaut. Kommen wir zum anderen kleinen Fach. Ist auch eine schöne Aufteilung hier mit so einem Netzgeflecht und so weiter und so fort. Hier schieben wir ganz bequem rein die Powerbank. Dann haben wir hier noch so Einschublaschen für längliche Gegenstände. Perfekt für eine MagLite und den Leatherman. Der Leatherman hat auch noch einen Gürtelclip. Um die ganze Sache ein bisschen sicherer zu machen, kann man den da noch reinklippen. Und das Paket Zunder. Und dann kann man die ganze Geschichte schön zurippen. Und dann ist der ganze über die Stock-Rucksack auch schön gepackt. Und die Freunde, jetzt sieht man es auch ganz gut. Das Tragesystem von dem guten Stück. Auch richtig fein, abgepolstert. Also für die Größe Rucksack ist das schon ein geiles Niveau. Schön fest, bequem, trägt sich wie Sau. Sehr geil. Und ich hätte es auch nicht gedacht, von daher, Freunde, das ist ein 35 Liter Rucksack. Da ist der ganze Kram jetzt drin. Bin gut zufrieden, die ersten Touren werden anstehen. Und ich bin guter Dinge, dass das Ding hier seine Dienste erfüllt und rockt. Auf jeden Fall. Oh, jetzt sehe ich hier gerade, ich habe noch eine kleine Schnalle aufgelassen.
Muss ja auch immer gut aussehen, Freunde. Ne? Ach ja, kleines Feature sehe ich gerade. Komm doch mal her. Hier, damit die ganzen Geschichten nicht so rumbimmeln und rumbaumeln, kann man hier die aufwickeln und mit so einem Clip verschließen und die schön sauber hier vorm Verschluss quasi verstauen. Auch nochmal ein kleines geiles Feature. Schöne große Reißverschlusslaschen für, falls man mal im Winter unterwegs ist und mit Handschuhen arbeitet, dass man mit Handschuhen auch hier die Reißverschlüsse aufmachen kann. Sehr geil. Großer, stabiler Reißverschluss. Freunde, für Patches kommen auch auf ihre Kosten. Hier vorne haben wir auch nochmal ein Einschubfach. Und rechts und links auch nochmal Einschubfächer mit hier der Möglichkeit, diverse Trinkblasen zu befestigen. Oder auch, wenn ihr keine Trinkblase benötigt, Wertgegenstände theoretisch, was einem lieb und teuer ist, irgendwie daran machen. Ja. Der Tragegriff ist auch sehr geil ausgeprägt. Also das ist schon ein richtiger fester Griff. Und wahrscheinlich machen wir jetzt gleich mal einen Cut und wir wollen das ganze Ding nochmal wiegen. Würde mich mal tierisch interessieren, was die ganze Geschichte wiegt. Natürlich ohne Essen, kommen da wahrscheinlich noch 2 Kilo drauf. Bei mir. Mindestens. genau. Das wär's. Aber Henning, ja? Bevor wir zum Wiegen gehen. Was liegt denn da? Hier, das ist meine neue Winterjacke. Das ist die Carinthia MIG 4.0. Die habe ich mir mal gegönnt, weil ich keine Winterjacke mehr hatte. Und Details und die Features stellen wir euch in einem weiteren Video. Wir haben das gute Stück gerade noch gewogen. Und wir sind jetzt mit der ganzen Ausrüstung, die drin ist, ohne Essen bei 10,5 Kilogramm angelangt. Und wie gesagt, es ist jetzt so 3,5 Jahreszeiten. Hier mittlerweile wird es noch milder. Für eine harte Wintertour wieder noch eine Decke mit beikommen und vielleicht noch ein Fell. Genau, 10,5 Kilo sind wir jetzt. Plus Essen, sagen wir mal, wir kommen auf, wenn du noch gut essen willst, 13, 14 Kilo. Da sind wir. Freunde, in diesem Sinne, legt euch wieder hin.